Neue digitale Technologien mit Systemen wie Drohnen und Kampfrobotern verändern das bisherige Verständnis von Krieg und Kriegsführung. Welche Folgen hat der Einsatz dieser autonomen Systeme? Ich denke, diese teilautonomen, aber vor allen Dingen die vollständig autonomen Systeme ändern die Machtverhältnisse in der Kriegsführung, wie man bei früheren Waffensystemen auch schon gesehen hat. Ich denke, der Unterschied bei den Drohnen ist, dass sie auch im zivilen Bereich sehr nutzbringend sein können und deshalb die Entwicklung nicht nur aus dem militärischen Bereich stimuliert wird, sondern mittlerweile auch aus dem zivilen Bereich, einfach weil es viele praktische Anwendungen gibt. Zum Zweiten ist aus meiner Sicht die Entwicklung sehr lange unter dem Radar der Öffentlichkeit verlaufen. Einfach weil die Militärs in verschiedenen Ländern in der Welt Fakten geschaffen haben und kaum darüber öffentlich debattiert wurde. Erst in den letzten Jahren haben wir da eine breitere Diskussion und zusätzlich kommt noch die Ebene dazu, dass von den fliegenden autonomen Robotern jetzt ja auch noch Maschinen und Roboter, die sich autonom an Land bewegen, hinzutreten. Also ich glaube, dass im Kern wird Autonomität nicht auf Dauer zu verhindern sein. Die Frage ist nur, ob wir dulden, dass diese Autonomität auch im militärischen Bereich, also für bewaffnete Drohnen, eingesetzt wird. Und ich denke, es ist eine politische Entscheidung, die international getroffen werden muss und das Ziel muss sein, es zu verhindern. Wo liegen die Grenzen zwischen autonomen Systemen zur Selbstverteidigung und offensiven Systemen? Es gibt ja heute schon vollständig autonome Waffensysteme, die dafür da sind, zum Beispiel anfliegende Raketen abzuwehren, die halt so schnell anfliegen, zum Beispiel auf Schiffe, dass ein Mensch nicht die Reaktionszeit hätte. Das ist aber was anderes und die sind relativ begrenzt, die haben einen begrenzten Wirkungsraum und auch ein begrenztes Aufgabengebiet. Das ist was anderes als vollständig autonome Waffensysteme, denen man eine Mission gibt, eine Aufgabe gibt und die dann erfüllen und die sich auch gegen Menschen richtet, also nicht nur gegen andere Waffen. Also die Trennung zwischen Abwehrsystemen und Angriffssystemen kann man da schon ziehen, so. Die muss natürlich immer im Auge behalten werden, weil natürlich, sobald es da anfängt, Verträge zu geben, wird man versuchen, drumherum zu kommen und das Reglement irgendwie möglichst weit auszulegen. Aber ich denke, im Prinzip ist es schon möglich, genau so eine Trennung zu machen, zu sagen, okay, autonome Angriffswaffen gehören international geächtet, Verteidigungssysteme sind innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen möglicherweise zulässig. Ein zweiter Unterschied ist aus meiner Sicht noch die Art der Bewaffnung. Diese Systeme, die wir heute haben, eben etwa auf großen Schiffen zur Abwehr der schnell fliegenden Raketen, die sich annähern könnten, haben bestimmte Bewaffnung. Aber bei den derzeitigen Systemen, wie sie bei Drohnen, aber auch bei landgetriebenen autonomen Robotern vorgesehen ist, gibt es noch gar keine Diskussion darüber, welche Art von Waffen die eigentlich tragen sollen und was akzeptabel ist und was auf keinen Fall mehr akzeptabel ist. Also die Diskussion, die jetzt angestoßen wurde und auch in der EU zumindest erstmal auf die Tagesordnung kam, muss lauten, welche Art von Waffen ächten wir vollständig? Und ich Und denke, welche. ich denke auch, welche Missionsparameter sind zulässig? Also was ist eigentlich tatsächlich Genau. ein zulässiges Aufgabengebiet für militärische Drohnen? Weil wenn wir uns die Technik angucken, wird es nicht möglich sein, diesen Traum einer Drohne Ethik beizubringen, wovon die Technikphilosophen so gerne reden. Das hat halt leider keine praktische Relevanz, sondern die Drohnenkonstrukteure versuchen nur in Software zu erreichen, dass die Mission der Drohne möglichst präzise ausgeführt wird. Und das heißt, wir müssen auch da ansetzen, genau wie heute zum Beispiel der Einsatz bestimmter militärischer Waffen gegen Zivilisten verboten ist, wie bestimmte Waffen oder Anwendungsarten von Waffen geächtet sind. Genauso muss es auch bei Drohnen passieren. Ist aus meiner Sicht auch, glaube ich, noch in der öffentlichen Debatte nachzuholen, wie unterschiedlich diese Art von Drohnen, die heute schon in Operationen benutzt werden und entwickelt werden und gekauft werden, eigentlich sind. Also von riesengroßen, sehr viele Stunden in der Luft befindlichen Speeren, die also aus hohen Entfernungen erstmal eine Überwachung machen, bis hin zu eben sehr kleinen, sehr beweglichen, auch in Gebäude flugfähigen Geräten. Da ist einfach eine unglaublich große Spanne, die sich, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion noch gar nicht widerspiegelt, weil die meisten an die Predators und Reapers denken, weil sie sie aus den unerklärten Kriegen in Somalia, in Pakistan, in Jemen kennen und weil wenigstens ein bisschen eine Diskussion darüber gibt.
Aber die zweite Ebene, diese fliegenden Augen, die heute Kapazitäten haben in Bezug auf auch die Kommunikationsüberwachung, die fehlen in der öffentlichen Debatte fast vollständig. Was in Verbindung mit Drohneneinsätzen immer wieder betont wird, ist, dass sie so präzise arbeiteten. Dies ist schon in zahlreichen Studien widerlegt worden. Wie kommt es, dass dieses Bild der präzisen Drohne immer noch aufrechterhalten wird? Das liegt natürlich an der Propaganda der Hersteller und auch an der Propaganda der einsetzenden Armeen, also speziell der Amerikaner, die dieses Bild natürlich nach Kräften fördern, weil sie dieses Einsatzmittel, bewaffnete Drohne, gerne ausbauen wollen und sagen, okay, je stärker wir den Aspekt, dass man mit Drohnen nur die Leute umbringt, die wirklich umgebracht werden sollen, betont, desto höher ist die Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Und das ist nicht stimmt, also dass insbesondere halt auch Drohnen jede Menge Zivilisten in Pakistan und Afghanistan umkommen und das auch dokumentiert und nachgewiesen ist. Und insbesondere auch dieser Terroraspekt, dass wenn die Drohnen am Himmel sind, sich die Leute nicht raustrauen in Pakistan, dass also allein die Anwesenheit eines Systems, von dem man nicht weiß, wann es plötzlich zuschlägt, also wo halt einfach aus heiterem Himmel eine Rakete runterfällt, dieser Aspekt ist, glaube ich, auch bisher unterdiskutiert. Also wo halt zu wenig in der Öffentlichkeit darüber geredet wird, wie fühlt es sich eigentlich an, unter so einem Drohnenhimmel zu leben und was ist eigentlich die Folge davon, dass da ganze Dörfer entvölkert werden, einfach weil die Leute diesen Psychoterror nicht mehr aushalten, ne? Also weil die einfach dann gehen und sagen, ihr könnt es nicht mehr. Und diese Folgen sind natürlich auch in der deutschen Diskussion völlig unterrepräsentiert. Also hier geht es ja nur um so dieses, ja, wir können ja da Jagdflugzeuge ersetzen, die wir sowieso gerade nicht einsetzen dürfen. Und so. Also halt eine relativ runtergekochte Debatte, die aber überhaupt nicht die Gesamtdimension dieser Waffe halt in Betracht zieht. Letztlich, wir können uns in Europa natürlich glücklich schätzen, dass wir nicht die Befürchtung, zumindest momentan, haben müssen, dass über uns Drohnen kreisen, bewaffnete Drohnen. Dennoch wird sich aus meiner Sicht die Diskussion ändern. Sie wird sich dann ändern, wenn andere Mächte als die USA operationsfähige Drohnen haben und damit auch bewaffnete Operationen durchführen. Denn dann wird sich die Herstellerpropaganda in Bezug auf die Genauigkeit, Präzision, die wenigen Kollateralschäden, die angeblich gibt und die ja auch durch selbst militärnahe Studien bereits widerlegt sind, die wird sich ändern. Wir wissen heute, dass die insbesondere zum Beispiel chinesische Regierung bereits funktionierende Prototypen hat. Die Frage wird sein, wie sich die Diskussion auch in der weltweiten Öffentlichkeit ändert, wenn die Chinesen erst einmal tatsächlich Waffen abschießen mit ihren Drohnen oder aber wenn sie spähende Drohnen über anderen Gebieten als ihrem eigenen einsetzen. Also ich glaube, da wird die Herstellerpropaganda sich auch ändern müssen. Zumindest gibt es einen Anfang für eine Diskussion, die angeregt wurde durch die Enthüllungen von Edward Snowden. Was verhindert aber eine breite politische Debatte? Ich denke mal, die Diskussion fehlt vor allem deswegen, weil sie für sehr viele Leute sehr abstrakt ist. Also gerade in Deutschland ist es halt so mehr so ein Thema, was ausschließlich in der Zeitung stattfindet, was also nicht oder maximal noch ein bisschen im Fernsehen, was überhaupt nicht greifbar ist, wo es keinen persönlichen Bezug zu gibt. Der erst auftritt, wenn hier tatsächlich mal eine Polizeidrohne rumfliegt zum Beispiel. Aber es ist halt so, ansonsten ist halt, die Auslandseinsätze der Bundeswehr sind ja sowieso schon sehr weit entfernt von der Öffentlichkeit und der öffentlichen Debatte. Dann finden eigentlich nur im politischen Rahmen statt. Und dann nochmal dieser zusätzliche Aspekt, ob da jetzt einer drin sitzt in diesem Flugzeug oder nicht, so, also jetzt, um es mal auf Simpelniveau runterzubrechen, interessiert die Leute dann halt eben doch nicht mehr so. Ne? Und also dabei wird halt übersehen, dass in dieser technologischen Entwicklung halt ein dramatisches Risiko steckt, dass sich die Machtverhältnisse, also insbesondere der Kontrolle über das Militär, deutlich ändern. Weil bisher ist es so, wenn man Militäreinsatz macht, braucht man viele Leute. Also man muss viele Leute dabei haben. Es lässt sich nur in sehr kleinem Maße geheim halten, insbesondere wenn es halt nur um wirklich wenige kurzfristige Ansätze geht. Aber sagen wir mal, so ein Drohneneinsatz lässt sich mit relativ wenigen Leuten und immer weniger Leuten durchführen. Und man hat eine enorme Kampfkraftsteigerung, also dann auch eine enorme Waffenmacht, die man auch eine asymmetrische natürlich. Ja, die man dazu trage bringen kann, ohne dass im Zweifel eine parlamentarische Kontrolle möglich ist, also technisch möglich ist. Und deswegen ist auch einer der Aspekte, die wir in die Debatte gerne einbringen wollen, ist unter anderem eben auch, dass die parlamentarischen Kontrollrechte müssen faktisch gestärkt werden,
damit da überhaupt eine öffentliche Debatte darüber stattfindet, wenn solche Einsätze stattfinden. Also wenn Deutschland sich bewaffnete Drohnen kauft, ist klar, muss jeder Einsatz auch vor das Parlament. Also wir können nicht riskieren, dass wir eine Situation wie bei den Amerikanern haben, dass der Geheimdienst oder irgendwelche Sondereinsatztruppen ohne jegliches Kenntnisnahme der Öffentlichkeit halt in irgendwelchen fernen Ländern Roboterkriege führen. Wir haben es, denke ich, an den amerikanischen Debatten gesehen. Im Wesentlichen sind ja die Drohnenoperationen durch die amerikanische CIA operiert worden. Also die waren ja diejenigen, die Hoheit hatten und die letztlich auch die Tötungslisten vollzogen haben. Nun hat sich ja im letzten Jahr der US-Präsident Obama entschieden, diese Hoheit wieder dem Militär zu übertragen. Das ist sicherlich nur geschehen aufgrund von öffentlichem Druck. Natürlich kann man darüber debattieren, ob das nun besser ist, als die CIA diese Drohnen fliegen zu lassen. Dennoch sieht man Reaktionen auf den öffentlichen Druck. Und hier ist insbesondere auch diese Dokumentation Living Under Drones zu empfehlen, die jeder auch in Europa sich ansehen sollte, um ein Gefühl dazu zu bekommen, wie terrorisierend diese Waffe ist, und zwar für Kinder, alte Mütter und Familien und alle. Für uns ist es ein fernes Land und wir lernen aus der Zeitung, dass alle die dort sterben, sowieso Taliban waren. Und ich denke, das ist ein inakzeptabler Zustand. Und für die deutsche Regierung heißt es auch ganz klar, dass man dieses völkerrechtliche Vorgehen, das seit einer Dekade anhält, endlich mal ansprechen muss. Ich denke, sie werden es sofort ansprechen, wenn die Chinesen oder Russen Gleiches tun würden. Aber ich denke, dass gerade gegenüber den USA das jetzt mal getan werden muss. Das widerspricht schließlich auch den völkerrechtlichen Vereinbarungen, wie sie immerhin existieren. Ein Problempunkt, auf den ihr auch zu sprechen kommt in eurem Aufsatz, ist die Schwierigkeit, die Drohne zurückzuverfolgen. Das heißt, wer ist der Absender, wer sitzt am Hebel, welche Problemfelder tun sich da zukünftig noch auf? Die momentan, also zum jetzigen Zeitpunkt, kriegt man meistens wenigstens noch raus, wer das Herstellerland der Drohne war. Aber was sich gerade entwickelt, wenn man so die Waffenmessen im letzten Jahr anguckt, ist, dass eine Vielzahl von Drohnenherstellern und Produzenten, auch aus Ländern, die jetzt sagen wir mal, nicht strikten Exportregulierungen anhängen, anfängt, diese Drohnen zu verkaufen. Also die Chinesen haben Clones von amerikanischen Drohnen, die Inder bauen eigene Drohnen, Iran hat eigene Drohnen, Südkorea hat eigene Drohnen. Also jeder, der irgendwie technologisch auch eine halbwegs dazu in der Lage ist, baut mittlerweile Drohnen, die möglicherweise nicht so leistungsfähig sind wie jetzt aktuelle amerikanische oder europäische Modelle, aber trotzdem immer noch verheerende Wirkungen haben können. Und die werden de facto auf dem freien Markt gehandelt, was dazu führt, dass man am Ende nicht mehr weiß, von wem eigentlich ein Angriff ausgeführt wird. Also wenn man einen Luftangriff hat, dann weiß man, okay, welche Länder haben diese Sorte Flugzeug. Wenn man eins abschießt, hat man den Piloten. Also einen Luftangriff kann man nicht ohne Risiko ausführen, dass hinterher rauskommt, wer es eigentlich war. Ein Drohnenangriff wird man in wenigen Jahren ohne Risiko ausführen können, dass klar ist, wer es nun eigentlich gewesen ist. Und das führt halt zu einer Entwicklung in der Kriegsführung, die also auch gerade in diesen unerklärten Kriegen, in diesen Guerilla-Konflikten, in diesen Antiterror-Einsätzen, die es sehr, sehr schwer macht, überhaupt noch Politik zu führen, weil man eben nicht mehr einen Ansprechpartner hat. Man weiß halt nicht, wer hat denn jetzt da gerade zugeschlagen und warum und aus welchen Gründen. Man kann False-Flag-Operationen machen, das heißt so tun, als wäre es jemand anders gewesen und so weiter und so fort. Und dadurch eine Dynamik in solche Konflikte bringen, die eine Befriedung von egal welchen Konflikten sehr, sehr schwer macht. Ich denke, dazu gehört noch ein Aspekt, den sich auch gerade Europäer in der Diskussion vergegenwärtigen sollten. Ja. Wir sollten nicht nur an diese Klasse von Drohnen denken, wie die immer wieder auch im Fernsehen auftauchende Reaper oder Predator, also eher größere bewaffnete Drohnen, sondern wir sollten vor allen Dingen die Technik im Auge behalten, wo die Drohne so klein ist, dass die Hardware selbst die Waffe ist. Sprich, man fliegt mit dem Gerät nicht irgendwo hin und lässt eine Rakete auf irgendein Zielobjekt nieder, sondern die Drohne selbst ist die, also die Hardware ist die Waffe. Und hier haben wir natürlich auch noch einen dramatischen Preisverfall. Es ist einfach nicht mehr teuer, und zwar auch jenseits von den klassischen Militärmächten, solche Formen von fliegenden Waffen zu haben. Und zwar mit einer zunehmenden Reichweite. Natürlich, die Technik ist so neu nicht. Klar, kleine fliegende Waffen gibt es natürlich schon länger, aber ich denke, das wird sehr stark zunehmen. Dann brauchen wir eine Verpflichtung, dass zumindest ein Nachweis, wer diese Drohne operiert, zwingend wird.
nicht nur um sozusagen die westlichen Militärs oder andere Militärs in die Verantwortung nehmen zu können, sondern auch, um sie zu unterscheiden von Drohnen, die noch von anderen dritten Kräften operiert werden, die man sich vielleicht heute noch gar nicht vorstellen kann. Also wir plädieren dafür eine internationale Verpflichtung für ein elektronisches Nummernschild, also dass halt jede Drohne auf einer bekannten Funkfrequenz nach einem bekannten Standard aussendet, wem sie gehört, was ihre Mission ist und was ihre Position ist und was für eine Drohne sie ist und wie man ihren Operator erreichen kann. Ich denke, das wird sich zwangsläufig nicht verhindern lassen, dass man so eine Regulierung braucht, sowohl für zivile Anwendungen als auch insbesondere für militärische. Und die logische Folge wäre dann, dass jede Drohne, die sowas nicht hat, muss halt abgeschossen werden, weil es halt sich entweder um einen undeklarierten Militäreinsatz oder um Terrorismus handelt. In Wahrheit müssen wir eigentlich darüber sprechen, welche Klassen von Drohnen wir prinzipiell nicht wollen. Und wir sollten uns die Diskussion auch nicht diktieren lassen von den monetären Interessen der Hersteller. Wie kann man so eine Diskussion anstoßen? Ich denke, man muss die Opfer mehr in den Fokus rücken. Wir haben mittlerweile den ersten deutschen Drohnentoten. Wir haben gesehen, dass in den USA die Debatte vollkommen anders war, nachdem ein Amerikaner von einer Drohne ermordet wurde. Ich sage jetzt von einer Drohne ermordet, also sind schon noch Menschen, die da die Entscheidung getroffen haben. Das war auch noch ein Minderjähriger, also ein Kind letztlich. Ich denke, die müssen wir führen und wir müssen die terrorisierten Gebiete, über denen diese Drohnen fliegen, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit holen. Und was für eine Art von Waffe das eigentlich ist. Wir müssen aber auch die Hersteller benennen. Wer ist das? Wer baut solche Waffen? Wer sind diejenigen, die die Waffen konstruieren und eine angebliche Ethik oder die Rules of Engagement, also die Einsatzregeln dort einprogrammieren? Wer ist das und wie verhält es sich mit deren Gewissen? Ich denke, das ist einer zivilisierten Gesellschaft angemessen. Ich denke auch, dass man genau über die Art und Weise des Einsatzes, also die Einsatzdoktrinen und welche Systeme mit welchen Fähigkeiten beschafft werden, in der Öffentlichkeit intensiv diskutieren muss. Also wir hatten jetzt ja in Deutschland die Debatte über den Eurohawk, die sich ja primär darauf fokussierte, dass dieses Projekt schiefgegangen war. Aber eine Debatte ähnlicher Intensität werden wir auf jeden Fall brauchen, wenn die Bundeswehr weiter ihren Plan verfolgt, bewaffnete Drohnen ankaufen zu wollen. Und deshalb, ich denke mal, eine sehr weitreichende Entscheidung, die unbedingt einer öffentlichen Debatte bedarf, wo es sicherlich auch gerade im politischen Raum Mittel und Wege gibt, irgendwie diese Debatte in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber klar ist halt, dass eben in Abwesenheit von persönlicher Betroffenheit hier im Lande ist klar, dass man eben doch über die Folgen, die schon bekannt sind, intensiver reden muss. Natürlich, wir haben das ja auch schon angesprochen. Die Angst vor den Drohnen, die über dem eigenen Haus kreisen, ist hier, glaube ich, nicht weit verbreitet. Dennoch glaube ich, dass auch jemand, der sich mit militärischen Strategien wenig auseinandersetzt, ein unmittelbares Gefühl dafür hat, was für ein großer strategischer Vorteil so eine Art von Waffe ist, aber auch für einen unglaublichen Nachteil man als derjenige, der Ziel dieser Drohnenoperationen ist, ja, also welche Nachteile man in Kauf nehmen muss. Ich glaube schon, dass das bei nur kurzem Nachdenken über diese Waffe klar ist. Wir müssen, glaube ich, dieses Nachdenken nur anregen. Ihr habt den Vorschlag schon erklärt, dass die Drohnen mit einem elektronischen Nummernschild ausgestattet werden müssen, um eben im Luftraum erkannt und registrierbar zu werden. Wie sehen die wichtigsten politischen Rahmenwerke aus, die wir bisher haben und wo liegen ihre Schwächen? Es gibt keine. Also es gibt derzeit gibt es keine Übereinkünfte zu Drohneneinsätzen. Auch nicht zur Bewaffnung der Drohnen, also welche Art von Waffen? Es gibt eine Diskussion, die so auf der Thinktank-Ebene stattfindet, aber es gibt ansonsten keine wie auch immer gearteten staatlichen Übereinkünfte mit Ausnahme von einigen Exportregulierungen. So, also sind nur einige Sachen dabei, also zum Beispiel halt bestimmte Autopilotentechnologien sind exportkontrolliert. Das heißt, sie können aus dem Westen zum Beispiel nicht in den Iran exportiert werden. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also viel mehr ist da nicht. Und diese Debatte findet schon statt. Es ist jetzt nicht so, dass da nichts passiert. Aber natürlich sind die Widerstände gerade seitens der USA enorm groß, die auf gar keinen Fall irgendeine Art von Regulierung oder Einschränkung wollen und sagen so, nö, brauchen wir gar nicht erst drüber reden, machen wir nicht mit. Es wird sich halt genau dann ändern, wenn die Chinesen und die Inder auch entsprechend leistungsfähige Drohnen haben und die Amerikaner plötzlich die in Afrika oder sonst wo plötzlich über sich haben. In dem Augenblick, schätze ich mal, wird der Bedarf nach internationaler Regulierung plötzlich sehr stark werden. Ich glaube, umso wichtiger ist das zumindest in der UN über eine sogenannte Denkpause
diskutiert wird. Immerhin ist neu, dass es überhaupt 2013 erst einmal darüber geredet wurde, was möchte man ächten und überhaupt, wie ist der Stand der Technologie und diese Denkpause gefordert wird. Natürlich hat es nicht die Wirkungsmacht von irgendwelchen internationalen Übereinkünften, aber immerhin ist das Problem von existiert kaum zu, wir wollen wenigstens mal drüber nachdenken. Da müssen wir halt auch als Zivilgesellschaft hinterher sein. Denn ich denke, wir wissen, dass gerade im militärischen Bereich geht es in der Regel nur um Geld und um wirtschaftliche Interessen, die auch mit militärischen Mitteln durchgesetzt werden. Da kann eigentlich nur eine wache Öffentlichkeit gegenhalten.